Ich meine, dass ich die ganze Zeit nur Scheiße baue. Hab ich nicht gesagt, ich hab nur gesagt, Ja, hab mich da das fühlt beunruhigt. sich nicht gut an, Jay, oder? Nee. Oh je, Peter. Alter, das ist mittlerweile ein langer Gang, ey. Fast Nein, so lang ich hab wie der das schon Schwengel in meiner Alter, was Hose. soll ich denn sonst machen? Oder am Ende des Ganges Noch mehr Schwengel. Auf jeden Fall, Junge, am Ende des Ganges. So. Oh, es ist eine kühle Nacht. Die Nacht der Wahrheit. Oh, jetzt ist der kleine Lava gefallen. Die Nacht. Hast du ihn unabsichtlich da reingeschickt, Christian? Nee, der ist da, glaube ich, reingefallen. Ich habe das nur gehört. Dann hörst du dieses Nacht! Bitte! Sei nicht die Knochen knacken oder was? Die schreien doch dann so komisch. Ne, das sind Schafe. Ja, genau so schreien die. So, komm, es ist Fickzeit. Fickt, besteigt euch. Steckt eure komischen Lümmel in eure, hast du mich gesehen. Und macht mir Kälber, damit ich sie schlachten kann. Ja, guck mich an. Ja, die Kälber, die ja. schlachten nicht, nur nachdem die da gebumst haben. Du bist klein und unschuldig, noch guckst du mich unschuldig an, aber bald, Junge. Hast du mein Schwert in der Fresse stecken, mein Freund. Und ich werde mir dein saftiges Steak schmecken lassen. Irgendwie gucken die Kühe bei dem Texture Pick von dem Sfax irgendwie. Wer läuft denn hier bei mir durch die Gegend gerade hier unten? Bist du das, Christian? Ja. Ich laufe gerade den Gang zurück. Ich habe gerade mal, weiß ich nicht, die Hälfte fertig. Ich laufe noch ein Stückchen. Ich laufe noch. Das ist aber gut zu wissen, dass ich sozusagen einen unterirdischen Gang zu eurer Finca gebuddelt habe. Gesundheit, nee, Jonathan. Das ist nicht bei unserer Finca. Ich bin auch irgendwo. Wild unter irgendwo. Ja, wild. Irgendwie Bock ich werde mich jetzt nach Hause. Ich werde Bock jetzt zu nach Hause trollen. Gehen und mir eine Map machen, damit ich mal sehen mal kann, wo ich da so rumhüpfe. Angucken. Dann werde ich mit der Map erstmal die ganzen Leute hier ablaufen, also gucken, wo die Shisha ist. Ja, und das finde ich voll die gute Idee, Christian. Ohne Spaß, das ist echt. Weiß ich immer, wo ich bin. Auf jeden Fall. Der ist aber leider irgendwie keiner da, der getrollt werden kann, weil keiner in seiner Bude. Spinne, ich bin dumm! Ja, das ist doch das Beste. Das ist doch eine Steilvorlage für jeder. Hallo, Mann. Creeper! Hallo Creeper! Hallo Creeper! Das macht irgendwie voll Spaß, Creeper explodieren zu lassen. Das ist wie so. Keine Ahnung. Kann ich jetzt gerade nicht beschreiben. Das macht auf jeden Fall Spaß. Wie dieses Spiel früher auf Kindergeburtstagen, weißt du, wo du so einen Luftballon an den Fuß gekriegt hast und dann musstest du den von den anderen kaputt treten. Auf jeden Fall Spaß gemacht. Das Geile war, wir hatten immer eine dabei, die hat immer, wenn ein Luftballon explodiert ist, hat die davon Nasenbluten gekriegt. Lol. Also jedes Mal. Was geht ab, mein kleines Schnittchen? Hausbesuch! Oh oh. Oha, die. Nee, ich mach Hausbesuch bei Bram. Mal gucken, was der macht. Da gibt irgendwie. Was entsteht denn hier? Brammens. Oh cool, da ist eine Truhe. Das ist auch mein. Oh Leute, wieso habe ich denn eigentlich hier selber keine Sachen da reingepackt? Da mache ich das doch mal eben schnell. Hast du dich gerade darüber gewundert, dass da deine Sachen drin sind? Nee, da sind gar keine Sachen drin. Ja, ohne Spaß, wir müssten eigentlich mal für PizzaMeet TV machen wir mal eine Serie und zwar Wohnungstausch. Für 2 Tage oder so. Ja, aber Jonathan Apel wird meine Wohnung nicht betreten. Was soll das denn heißen? Aua! Lul, wo kommen die her? Nachher findet er noch deine tote Ratte. What the fuck, ey? Alter! Will ich nicht finden. Kann sein, dass ich die mitgebracht hab, Dennis. Mal aus. Keine Ahnung. Kann ich, skelettiert. Aber ist schon lange nicht mehr getrollt worden hier, wa? Voll die ruhige Aufnahme. Ja, ich habe halt schon länger nicht mehr aufgenommen. Ne? Müssen wir uns gleich dann alle in unseren Häusern verstecken und darauf warten, dass du vorbeikommst? Nö. Hat, ich habe sogar Gold gefunden. Aber ich habe sogar Gold gefunden! Das kriegst du auf jeden Fall nicht, ey, du. Ja. Merk schon, da ist das Tischtuch zerschnitten. Wolltest du mir gerade das N-Wort an den Kopf schmeißen? Weißt du es nicht? Tischdecke zerschnitten? Der hat doch mit B angefangen. Hadi, für einen Diamanten gebe ich dir hier mein Gold. Wo ist eigentlich euer. Habt ihr noch einen Verzauberungstisch, ihr beiden Schneckchen? Ja. Stand der nicht mal hier? Wo Bram den hingesetzt hat. Weil der stand ja mal hier irgendwie. Weg. Da steht jetzt ganz oben. Wobei andererseits, das bringt mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich was, weil ich habe gerade keine Ausrüstung, die es wert wäre, verzaubert zu werden. Hadi, irgendwie haben wir keinen Diamanten, ne? Irgendwann machen wir. Ja, dann hol doch mal welche, du Bimbo! Wofür habe ich dich denn eingestellt für nix? Für dich besetze ich die bestimmt nicht ein, ja.
Weißt du, du hast mir vor der Season gesagt, du willst gerne meinen Sklaven spielen, aber nix machst du. Na. Ah, lieber, du mir alles vorher versprochen hast, ne? Und da ist mein Haus. Das ist auch nicht so groß geworden, wie der Traum sein sollte. Mama, bitte! Ohne Spaß, eigentlich, Christian, müssten wir uns noch ein T-Shirt für die Gamescom machen, wo bei dir drauf steht, Mama, bitte, und bei mir nicht ins Gesicht. Wieso, wo bist du? Oh, ja. Nirgendwo. Soll ich sein? Und Nenami, ne? Ja, Jay, das ist schon wieder gelungen. Das ist schon Nummer 3 heute. Jay ist voll der Lügnerer. Oh, da wurde er entdeckt. Naja, der Johnny ein bisschen. Ohne Spaß, ich brauch braune Pilze jetzt, mal ganz im Ernst. Christian, hast du noch braune Pilze? Wofür brauchst du die denn? Weil der so schön anzieht. Ja, ja, du willst Unsichtbarkeitstränke machen. Hast du noch einen braunen Pilz? Ich kann dir einen mitbringen, hier steht genau einer vor mir. Nein, jetzt im Ernst, Sepp? Ich meine, hier stand gerade einer in der Höhle, ja. Warte. Oh mein Gott, dann bring ihn fürs Allgemeinwohl auf jeden Fall mit. Also ich Allgemeinwohl, auf jeden Fall. Wenn Hadi Unsichtbarkeitstränke hat, ist das auf jeden Fall fürs Allgemeinwohl. Hadi, ich würde das auf jeden Fall gegen einen Diamanten tauschen. Alter, Leute, ohne Spaß, guckt euch mal die Landschaft an. Wie die noch irgendwie gerade. Wie die noch aussah, als wir angefangen haben aufzunehmen. Wie häufig du das hast, diese komischen Anfälle. Oh, Hadi, wie viel Pilze ihr Hadi, das wird für Asthma. Hast du jetzt Diabetes und Asthma? Das ist natürlich traurig. Wenn ihr eine Asthma kriegen müsste, dann wäre das der Bram. Warum? Ja, das stimmt wohl. Ja, wegen deinem exorbitanten Shisha-Konsum. Exorbitante, so hat man nicht. Ich glaube, es ist schon leichter, die Minuten und Stunden zu zählen, wo die nicht an ist, während des Tages. Ja, das ist aber nur, das habe ich nur gemacht, damit die statistische Erhebung meines Konsums leichter ist. Alter Schwede, wie klein Sepp, wo bist sind du denn jetzt bitte die Maps, die man erstellt? Ja, ich komm. Hast du einen Diamanten, Hadi? Das ist echt krass. Du willst jetzt nicht das Ding gegen den Diamanten tauschen. Dann hast du einen Diamanten, Hadi. Ich habe leider keinen Diamanten, mein Schatz. Na schade, sonst hätte ich den gerne genommen. Ja, ich habe leider keine gefunden da unten, wo ich war. Ne, ich habe leider bisher auch keine gefunden. Ich habe schon echt doof. Aber einen braunen Pilz hast du gefunden. Und den möchte Papa gerne haben. Den kann ich dir auch gerne geben, aber wo, bist du denn doch mal, Hadi, guck doch mal in Minen. Ja, ich komm zu dir. Ja, da bin ich ja gerade unten rumgelaufen. Aber ich hab halt auch nicht einfach in scheiß Sümpfen danach geguckt. Ich hab zwei Stacks von den Dingern. Ich hab nur noch. Du hast zwei Stacks braune Pilze. Als ich das letzte Mal gefragt habe, als ich braune Pilze gesucht habe, da habt ihr mir gesagt, Sumpf haben wir noch nicht gefunden. Das hab ich nicht einmal. Das hab ich gesagt, dass ich noch keinen Sumpf gefunden habe. Ja, der Rest hat sich nicht zu der Frage geäußert. Alter, Sepp, du bist ein König. Ja. Wie gesagt, hinter meiner Bude, wenn das noch letzte Aufnahmesession zufällig war. Hinter meiner Bude! Bitte behindert. Ja, bist du. Ja, Peter, mal ein bisschen Action hier reinbringen, wa? Aber bis man mal einen vernünftigen Ausschnitt auf der Map hat, ist echt krass. So. Alter! Der erste Map, der ist echt krass. Lol, da Connection siehst du höchstens los. Sein Haus drauf. Oh ja, ihr Leute, jetzt seht ihr gerade die ganzen geilen IPs. Aber das ist egal, da wir eine Whitelist haben. Wollte ich gerade sagen. Ja, bei mir habe ich letztens aber auch schon. Ach, das ist doch Bullshit, ey. Jetzt bin ich schon wieder rausgeflogen, ich komme wieder nicht drauf. Server ist voll. Ja, da müssen wir jetzt hier mal eben. Alles klar, da sind wir wieder. Unten oben, ich synchronisiere behindert. Ja, babibu. Lol, Sepp, jetzt sind doch zwei Diamanten in der Truhe drin. Ja, ich brauche aber trotzdem dritten für eine Pickaxe. Ich brauche was. Wieso haben wir eigentlich kein Eisen mehr in unserer Truhe? Sepp, was soll das? Keine Ahnung, was habt ihr eigentlich? Sammelt. Du hast alles in deine scheiß Schienen da reingeeiert. Ich hab noch gar keine Schienen gemacht, du Schlauberger. Ja, das ist ja noch schlimmer. Wie? Die Strecke ist doch noch gar nicht fertig, du Arschkind. Ja, oh, genau deshalb. Was habt ihr eigentlich? Ohne Scheiß. Ja. Ich spiele alleine und hab... Ist viel. Ja, ihr toll, macht. Jay. Weißt du, kannst ja, du mal schön den Pimmel kannst du mir lutschen, das kannst du. Ein Pimmelchen will ich lutschen. Okay, als Zahnstocher benutzen, wenn ich mal wieder Gyros gegessen habe. Also. Ja, auf jeden Fall, dann mache ich dir die Zähne sauber. Gyros. Das ist halt eh nicht im Stande, da dein kleiner Stift. Gyros wäre echt geil, ey. Toll, Jay. Jetzt so ein Döner, ohne Spaß, das wäre mega geil. Ich glaube, ich bestelle mir gleich noch einen Döner. Den Döner. Macht schöner!